Für Fadi steht gleich eine Premiere an. Zum ersten Mal spielt eine Big Band dieses von ihm neu arrangierte Lied. Komponiert hat es Mozart, aber das erkennen in dieser Version auch Klassikprofis erst beim zweiten Hinhören. Fadi ist selbst Musik- und Englischlehrer in Hamburg. Den Leiter dieser Big Band am Lessing-Gymnasium in Norderstedt kennt er noch vom Referendariat. Das Projekt heißt Cuba Classico, also klassische Musik auf Lateinrhythmen umgesetzt. Ist natürlich mega geil, das zu hören, vor allem live, weil du natürlich dann die ganze Energie mitkriegst, das, was du bei der Aufnahme nicht hast, wenn die Leute das einfach einspielen. Zusammen mit einem befreundeten Komponisten hat Fadi bei diesem Projekt 13 klassische Stücke von Beethoven bis Strauss in Salsa-Rhythmen verwandelt und für eine CD einspielen lassen. Er komponiert auch Werbejingles und Filmmusik und tritt als Unterhaltungsmusiker in Bars und auf Kreuzfahrtschiffen auf. Sogar am Nordpol hat er schon gespielt. Seit kurzem arbeitet er auch als Englisch- und Musiklehrer. Denn sein Musikerdasein hatte auch seine Schattenseiten. Ich darf machen, was ich mag, und ich verdiene damit Geld. Ne? Das ist mal was Schönes. Es kann natürlich auch manchmal so ein bisschen albträumisch sein, weil du jeden Tag denkst, ich muss wirklich damit Geld verdienen. Und jeden Tag stehst du auf und denkst, wo kriege ich Auftritte, wo kriege ich den nächsten Auftrag oder so, kompositorisch oder spielerische etc. Und das hat so immer zwei Seiten. Ne? Cuba Classico bringt für ihn vieles zusammen. Seine Liebe zur Musik, zu Kindern und zu fernen Ländern. Also so Latin-Rock, das ist schon nicht schlecht. Das macht mehr Spaß. Ist nicht so stramm gerade. Man hat ein bisschen mehr Freiraum beim Spielen. Ich finde das spitze, dass man einfach die alte Musik in so neue Stile verpackt und auch für Schüler das irgendwie interessant macht. Also das ist ein großes Thema, finde ich, auch bei uns im Unterricht hier am Lessing-Gymnasium. Also das machen wir auch viel, versuchen irgendwie von der alten Musik viel in neue Musik zu übertragen, damit es zugänglicher wird für die Schüler. Nach diesem gelungenen Auftakt mit der kleinen Big Band des Lessing-Gymnasiums träumt Fadi davon, irgendwann einmal ein ganzes Konzert mit seinem Cuba Classico auf die Beine zu stellen.